Gut, wir fangen kurz an dem Tisch da hinten an. Und ich kann jetzt leider schlecht die Maske aufziehen, weil ich dann den Kopfhörer durcheinander bringe. Und zwar würde ich gerne hier vier Verbandsmaterialien. Oh, da hat sich ein Biotin-Fiber dazwischen gemogelt. Okay, ja gut, wunderbar. Da brauchen wir bloß noch einen weiteren Teller, aber ich kann noch einen von da hinten holen. Da ist noch ein Rest blaue Farbe dran, aber sonst alles tipptopp. So, ich wollte einfach ein paar Verbandsmaterialien mal so mit Wasser befeuchten. Das ist einmal dieses Biotin Fiber, was im Prinzip ähnlich ist wie Aquacell, oder? Das ist ein Hydrofiber. Genau. Dann haben wir ein Alginat. Gehen wir mal hier hin. Ah, halt, stopp. Ich muss erst gleich Wasser drauf machen. Ein Biotin Non-Adhesive, was wir alle kennen und häufig benutzen. Das mal dahin. Noch ein anderes Hydrofiber, das, was wir zurzeit im Haus haben. So, viele von denen brauchen eigentlich viel zu lange, um Flüssigkeit aufzusaugen, als dass wir das hier richtig nachvollziehen könnten. Aber ich will es nur einfach ein bisschen anschaulich machen, indem ich jetzt immer in diese Vertiefung, deine Mitte, ein bisschen Wasser reinmache. Hier ist es leicht bläulich gefärbt, weil da der Herr Daum vorhin seine blaue Lösung für den gleichen Zweck reingegossen hatte. Aber insofern nicht beunruhigen, das ist dann halt blau. Da kommt jetzt auch fairerweise das hier rein. Da kann man gut sehen, wie sich es aufsaugt. Einfach um zu sehen, wie diese Wundverbandsmaterialien Flüssigkeit aufsaugen. Die falten sich dann nämlich sehr unterschiedlich und wir haben hier auch mehrere gelbildende Verbandsmaterialien dabei und die verhalten sich auch unterschiedlich. Das ist das Alginat. So, dann haben wir ein Hydrokolloid. Da eben. Wie rum gehört das? Danke. Es ist nicht selbstverständlich. Ich frage, ich sage das, weil es nicht selbstverständlich ist. Dankeschön. Was? Habe ich dabei. Selbstverständlich. Okay, gut. Wir lassen die jetzt einfach hier liegen und dann kann man so ab und zu mal gucken, was sie so machen und wie sie ihre Flüssigkeit aufsaugen. Man sieht schon ein bisschen, wie die sich unterschiedlich verhalten. Dann kann man nachher am Ende noch mal gucken, wie weit sie jetzt gekommen sind mit der Gelbildung und wo die Flüssigkeit hingeraten ist. Gut. Dann fangen wir jetzt an. Jetzt mal gucken, ob das auch funktioniert mit dem Weiterschieben. Ja. Okay, ich will kurz was sagen über Wundheilungsphasen, weil das einfach ganz wichtig ist, wenn man Wunden verbinden will, dass man sich klar darüber wird, was für Wundheilungsphasen liegen davor. Eine akute Wunde heilt in Phasen, die zwar ineinander übergehen, aber eigentlich regelhaft nacheinander ablaufen. Das fängt an mit der exudativen Phase, wenn Lymph- und Blutgefäße eröffnet werden, zum Beispiel durch eine Schürfung oder durch eine Schnittwunde, dann tritt Lymphflüssigkeit aus und da kommt es zu Wundsekretion, da tritt auch Blut ein. Und es kommt letztendlich auch zu einer kleinen Entzündungsreaktion in der Haut, die keine Infektion ist, sondern einfach nur eine Eröffnung von Kapillaren und eine Rötung, eine gewisse Rötung in der Wundumgebung, die zeigt, dass das Immunsystem reagiert und anfängt, Zelltrümmer, Bakterien und so weiter abzubauen. Das geht über in eine resorptive Phase, wenn Fresszellen und andere Zellen des Immunsystems einwandern in den Wundbereich und anfangen, alles, was da halt nicht hingehört, abzutragen, also Bakterien wegzuräumen, Zelltrümmer abzubauen und auch mit Enzyme freizusetzen, die Material abbauen. Das nennt man die resorptive Phase, die wiederum übergeht in die proliferative Phase bzw. Granulationsphase.
wenn Bindegewebszellen fangen an, in die Wunde einzusprossen. Kapillaren bilden sich vom Wundgrund aus und die Wunde fängt sozusagen an zu heilen. Also es fängt, der Defekt wird langsam geschlossen, dadurch, dass da was einwächst. Und ganz zum Schluss bilden sich wieder Kollagenfasern. Das heißt, das ganze Gewebe wird stabiler. Das ist auch sowas in Richtung Narbenbildung. Und schließlich wird der ursprüngliche Defekt von der Epidermis überwachsen. Also von den Seiten wachsen Epidermiszellen, zunächst Basalzellen, über die Wunde hin drüber und schließen den Defekt. Das ist der reguläre Ablauf von einer akuten Wunde. Und das läuft in der chronischen Wunde im Prinzip genauso ab. Nur dadurch, dass eine chronische Wunde wird chronisch dadurch, dass die Wundheilung gestört ist letztendlich. Und dadurch passiert es, dass mehrere Wundheilungsphasen nebeneinander ablaufen, statt sozusagen zwar überlappend, aber im Wesentlichen hintereinander wie hier. Man sieht es hier so an der Wunde. Erst gibt es diesen Effekt mit Blutung und Sekretion. Dann wandern Immunzellen ein in die Wunde und schließlich schließt sich das Ganze. So sollte es sein. Und bei einer chronischen Wunde wird das gestört. Und dann läuft es halt nebeneinander her. An verschiedenen Stellen in der Wunde gibt es vielleicht Granulationsgewebe oder Belege oder noch erhebliche Sekretion. Mit einer der häufigsten Wunden, die wir hier im Haus sehen oder überhaupt die häufigste chronische Wunde, sind Ulcera cruris. Ulcus cruris heißt im Prinzip nichts anderes, als dass es eine Wunde am Bein ist. Das sagt primär noch nichts darüber aus, wodurch die Wunde entstanden ist. Also quasi Wunde am Bein. Die häufigste Ursache ist die chronisch venöse Insuffizienz, jetzt über alle Altersgruppen gerechnet. Das heißt, der venöse Abfluss aus dem Gewebe ist gestört. Und dadurch kommt es zu einer Durchblutungsstörung. Wenn man sich vorstellt, die Durchblutung entsteht ja dadurch, dass es auf der einen Seite zu und auf der anderen Seite abfließt. Wenn es auf der einen Seite gestaut ist, dann funktioniert die zur Verfügungstellung von Sauerstoff und Nährstoffen auch nicht mehr. Das ist nicht nur, wenn es sozusagen von der einen Seite nicht zufließt, sondern auch, wenn es von der anderen Seite nicht abfließt. Die typischen Stellen ist um den Knöchelbereich herum, die sogenannte mediale Gamaschenzone, so wie man das auf dem ersten Bild sieht. Das liegt daran, dass da die Venen, die oberflächlichen Venen mit den Tiefen verbunden sind. Und wenn die tiefen Venen, wenn das zum Beispiel über tiefe Venen nicht mehr richtig abfließt, staut es sich in die oberflächlichen Venen zurück. Und in der oberflächlichen Haut entstehen Wunden, dadurch, dass da sozusagen so eine Rückstau-Durchblutungsproblematik entsteht. Das Endstadium ist dann quasi das, was man auf der rechten Seite sieht, also bis hin zu einem zirkulären Ulkus, einer zirkulären Ulzeration, die um den ganzen Unterschenkel rumgeht. Die wichtigste therapeutische Maßnahme ist in dem Fall die Kompression. Wenn man bei so einer Wundgenese, also einem venösen Ulcus cruris, nicht komprimiert oder nicht komprimieren kann, hat man keine ernsthafte Chance, dauerhaft diese Wunde wegzubringen. Das ist das Wichtigste, völlig unabhängig von der sonstigen Wundversorgung. Arterielle Durchblutungsstörungen können auch Ursachen für Wunden an den Füßen und Unterschenkeln sein. Seltener, aber kommt durchaus auch bei uns häufiger mal vor. Und leider eigentlich das größte Problem sind sie, wenn sie gemischt sind. Weil wenn eine venöse Durchblutungsstörung vorliegt mit einer gravierenden venösen Insuffizienz und gleichzeitig eine arterielle Durchblutungsstörung, kann man keine Kompression machen oder nur sehr eingeschränkt. Und dann hat man einfach schlechte Chancen, so eine Wunde jemals zuzubekommen. Okay, eine zweite Art von Wunden, die bei uns im Haus häufiger mal auftritt, ist das diabetische Fußsyndrom. Kommt ungefähr bei einem Viertel der älteren Diabetiker vor. Und das ist auch wichtig, dass man sich das klar macht, was für eine Wunde ist das am Fuß? Ist das ein diabetisches Fußsyndrom? Was man ganz typischerweise oft sieht, sind diese hyperkeratotischen Stellen im Bereich der Köpfe der Mittelfußknochen. Hier sollte normalerweise die Fußwölbung sein, dann würde dieser Teil der Fußsohle gar nicht auf den Boden kommen und würde deswegen auch keine Hyperkeratosen bilden. Beim diabetischen Fußsyndrom sind unter anderem die Nerven des Fußes geschädigt, also die motorischen und die sensorischen Nerven. Und das führt dazu, dass die kleinen Fußmuskeln abgebaut werden, die normalerweise das Fußgewölbe stabilisieren und das Fußgewölbe bricht zusammen und die Köpfe der Mittelfußknochen kommen sozusagen auf den Boden, auf die Lauffläche. Und verursachen, weil da die Hornhaut dafür eigentlich nicht gemacht ist, diese Verhornungsstellen. Das heißt, wenn ich sowas sehe, auch ohne die Zehenamputation, dann weiß ich, dass hier bereits ein einigermaßen fortgeschrittenes diabetisches Fußsyndrom vorliegt, weil die Querverspannung des Fußgewölbes offensichtlich schon zusammengebrochen ist. Sowas ist sehr gefährlich, weil sich darunter oft tiefe Ulzerationen bilden. Und dann entsteht sowas wie das, was man hier sieht, ein Malum perforans. Ein ausgestanztes Ulkus, was sehr tief
hineingeht und häufig bis auf den Knochen und oft auch mit einer Osteomyelitis, also einer Infektion des Knochen, drunterliegenden Knochens verbunden ist. Für den Diabetiker bedeutet das, dass er ein extrem hohes Risiko hat, dass man diesen Fuß irgendwann amputieren muss. Ganz besonders dann, wenn zusätzlich noch eine Neuropathie vorliegt, also wenn die Patienten oder die Betroffenen auch wenig Schmerzen oder gar keine Schmerzen am Fuß haben, die merken das viel zu spät, dass da eine Wunde entsteht. Darauf muss man achten. Also bei einem Diabetiker sollte man die Füße wirklich regelmäßig inspizieren, weil die zu wenig Schmerzen spüren an den Füßen und selber auch wegen der diabetischen Retinopathie schlecht sehen können. Okay, das ist eine weitere Variante. Und dann natürlich der Dekubitus. Kommt leider bei alten Menschen häufig vor, aber nicht nur bei alten Menschen, zum Beispiel häufig auch bei Leuten mit Querschnittslähmung. Die haben im Prinzip das gleiche Problem, nämlich sie liegen oder sitzen zu lange auf einer Stelle. Und wenn dann noch Scherkräfte oder Reibungen dazukommen, dann ist das Risiko groß, dass es zu Wunden kommt. Ein Dekubitus entsteht quasi per Definition immer über Knochenvorsprünge. Ich habe da mal aufgeführt, was da für Knochenvorsprünge in Frage kommen. Ich denke, vieles davon sehen wir leider häufiger mal. Zum Beispiel auch Wunden über den Dornfortsätzen der Wirbelsäule sieht man öfter mal. Sie sind meistens nicht arg weit offen, aber man sieht es, dass da Dekubitus entsteht. Ich denke, das Häufigste, was wir sehen hier, sind Fersendekubiti. Da reicht es halt, wie wir alle wissen, schon, wenn jemand einfach nur im Bett liegt mit den Fersen auf der Matratze. Weil gesunde Menschen, die sich normal bewegen können, drehen sich mehrfach in der Stunde, machen sogenannte Makrobewegungen und noch viel häufiger mehrere Dutzend Mal Mikrobewegungen, also lagern sich ein bisschen um und entlasten dadurch. Und jemand, der sich so halt nicht bewegen kann, liegt halt viel zu lange auf einer Stelle. Die wichtigste therapeutische Maßnahme, auch da kann man drauf machen, auf die Wunden, was man will. Es heilt nicht, wenn es nicht entlastet wird. Das ist das Wichtigste. Gut, aber wir wollen uns jetzt eigentlich primär mit der Wundbehandlung beschäftigen und nicht mit den sonstigen therapeutischen Maßnahmen, auch wenn die wichtig sind. Und das Therapieziel bei der Wundbehandlung ist nicht immer, dass die Wunde heilt. Das muss man sich klar machen. Es gibt einfach Wunden, von denen man von vornherein weiß, dass man die nicht zubringen wird oder dass es auch gar nicht sinnvoll ist, das zu versuchen. Das Ziel ist, dass der Patient möglichst wenig unter der Wunde leidet, dass die vernünftig versorgbar ist mit einem vertretbaren Aufwand und vertretbaren Kosten. Das ist der Hauptpunkt, was wir eigentlich wollen von den Wunden. Grundsätze sind, eine Wunde heilt nicht, wenn sie nicht sauber ist. Also sie heilt nicht, wenn da Beläge oder Nekrosen drauf sind. Das heißt, wenn wir versuchen wollen, eine Wunde zur Heilung zu bringen oder auch Komplikationen reduzieren, ist die erste Aufgabe, dass die Wunde gereinigt bzw. debridiert wird. Also Exudat, Belege, Nekrosen müssen entfernt werden. Anschließend wollen wir einen Wundverband aufbringen, der die Wundheilung fördert. Eigentlich heilt keine Wunde oder es heilt keine Wunde dadurch, dass wir da irgendwas drauf machen, sondern sie heilt von selber. Und wir wollen den Wundverband so wählen, dass die Wunde möglichst gut selbst heilen kann. Also wir wollen die Wunde durch den Wundverband im Prinzip nur dadurch unterstützen, dass eine endogene Wundheilung in einem günstigen Wundmilieu möglich ist. Und was braucht man dafür? Man braucht ein feuchtes Wundklima, nicht nass, nicht trocken, aber feucht. Man braucht eine thermische Isolation. Wir brauchen für die Wundheilung oder die Wunde braucht für die Wundheilung Zellen, Fresszetteln, die da einwandern und Enzyme. Die funktionieren alle nur bei Körpertemperatur oder ein bisschen drunter. Aber spätestens ab so 25 Grad oder so funktioniert überhaupt nichts mehr. Also da bewegt sich nichts mehr in der Wunde. Das heißt, wir müssen versuchen, dass ein Wundverband so gewählt ist, dass die Wunde einigermaßen auf Körpertemperatur bleibt, damit sie überhaupt heilen kann. Und dann natürlich soll die Wunde geschützt werden vor Sekundärinfektionen, aber auch vor irgendwelchen mechanischen Schäden, die noch dazukommen. Das heißt, der Wundverband muss so abgepasst werden, dass diese Voraussetzungen erfüllt werden, dass die Wunde heilen kann. Die Therapie der Grunderkrankung ist eigentlich der erste Punkt, aber jetzt hier im Moment nicht unser Thema. Gut, Wundreinigung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Wundreinigung. Das Allerwichtigste ist die autolytische Wundreinigung, also das, was der Körper in der Wunde selber reinigen kann. Dazu ist nur ist halt eigentlich in Anführungsstrichen zu setzen, nötig, dass ein feuchtwarmes Wundklima aufrechterhalten wird, dann kann diese Wundreinigung von selber funktionieren. Natürlich muss die manchmal unterstützt werden. Chirurgisch ist quasi die drastischste Maßnahme. Das machen wir hier auch ab und zu mal, dass wir Nekrosen entfernen, zum Beispiel mit Skalpell oder mit Ringkürette.
Dabei muss man immer aufpassen, dass man nicht mehr schadet als nützt, weil man damit natürlich Verletzungen setzen kann. Und man muss vor allem darauf achten, dass man den Patienten ausreichend analgesiert, wenn es eine schmerzhafte Wunde ist. Entweder indem man ihm systemisch Schmerzmedikamente gibt, Bedarfsmedikation, oder auch durch eine Lokalanästhesie. Das heißt, das Wichtigste, was wir machen können an der Wunde, ist die mechanische Wundreinigung. Das ist das, was eigentlich unsere Aufgabe ist. Das Chirurgische machen hier manchmal die Ärzte, aber meistens die Chirurgen. Das Autolytische macht die Wunde selber. Das, was wir machen können, ist die mechanische Wundreinigung. Es gibt noch zwei weitere Formen, die enzymatische Wundreinigung. Das wird hier gelegentlich mal gemacht. Wir haben, glaube ich, noch Iroxolsalbe im Haus. Iroxolsalbe oder Gel ist eine, ist, nee, es ist eine Salbe, kein Gel. Was Enzyme enthält, die zum Beispiel Nekrosen oder Beläge andauen können. Die verdauen alles, was sie verdauen können, solche Enzyme. Ja, die sind nicht selektiv. Die sozusagen zerstören alles, was sie zerstören können. Das heißt, wenn man solche Salben anwendet in der Wunde, muss man sehr häufig Verbandswechsel machen, damit man die Kontrolle darüber hat, was von diesen Enzymen eigentlich verdaut wird und was nicht. Weil wenn da zum Beispiel Granulationsgewebe ist, das kann das Enzym nicht unterscheiden. Das macht halt, zerstört eben das, was es zerstören kann. Ein bisschen anders ist es bei der biochirurgischen Wundreinigung, also Wundreinigung mit Maden, die wir hier nicht machen, obwohl es manchmal sicherlich hilfreich wäre. Die Maden lösen tatsächlich nur abgestorbenes Gewebe und Nekrosen auf. Nur in geringem Ausmaß, ganz 100% kann man das nicht sagen, aber nur in geringem Ausmaß gesundes Gewebe. Also da wäre es eigentlich so, dass man, wenn man so eine Wundreinigung mit Maden macht, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass Beläge abgelöst werden, ohne dass zum Beispiel Granulationsgewebe, was in der Nähe befindet, damit mitverdaut wird. Aber Madentherapie ist leider sehr teuer und auch recht aufwendig. Wir haben es hier im Haus bisher nicht gemacht. Das wären die Alternativen. Gut. Mechanische Wundreinigung ist also das, was unsere Hauptaufgabe ist, wenn wir Verbandswechsel machen. Und das bedeutet in erster Linie spülen und abwischen. Ganz schlicht. Wenn man spült und abwischt, kann man schon sehr viel von der Wunde entfernen. Angelöste Beläge, auch angelöste Nekrosen. Man reduziert erheblich die Bakterienlast auf der Wunde, auch wenn man das nicht desinfiziert dabei. Aber genauso wie quasi beim Händewaschen auch schon eine Menge von den Bakterien runtergeht, wenn man dann nur abwischt und spült, kann man schon viel reduzieren. Als Wundspiellösung kann man entweder sterile Elektrolytlösungen verwenden. Wir haben hier eigentlich im Haus nur Nazel. Im Prinzip käme auch Ringer in Frage. Es gibt aber, glaube ich, keine Daten, dass das eine besser wäre oder das andere als das andere. Ringer ist im Prinzip physiologischer, weil es nicht nur eine Kochsalzlösung ist und die normalen Körperflüssigkeiten sind ja nicht nur Kochsalzlösungen. Aber ich glaube, es gibt keine Daten dafür, dass das Ringerlösung besser wäre. Was man machen könnte, wenn man wollte, wäre das anzuwärmen, bevor man eine Wunde reinigt, um die Temperatur auf der Wunde nicht so weit runterzudrücken. Die Alternative sind konservierte Elektrolytlösungen, zum Beispiel Prontosan oder Lavanit. Die enthalten Antiseptika oder Substanzen, die auch als Antiseptika zu verwenden sind, aber in der Konzentration, in der sie in Prontosan oder Lavanit enthalten sind, sind sie eigentlich nur als Konservierungsstoff gedacht. Man kann die dann länger offen stehen lassen. Gut, die einzelne Flasche ist teurer, aber dafür braucht man auch viel weniger. Die Nazel muss man nach 24 Stunden verwerfen. So lange kann man sie am gleichen Patienten verwenden, aber nicht länger. Danach muss sie weg. Und die konservierten Elektrolytlösungen halten wesentlich länger, aber im Prinzip muss man sich nicht vorstellen, dass das Antiseptika sind. Ein Unterschied zwischen den konservierten Elektrolytlösungen und Kochsalzlösungen, außer der Haltbarkeit, ist noch, dass die konservierten Elektrolytlösungen so eine Art Detergenzien enthalten, also ein bisschen sowas wie Seife oder Spüli, mit denen sich manche Sachen besser ablösen lassen. Aber ansonsten ist der entscheidende Unterschied die Haltbarkeit, nicht etwa die Antiseptik. Spülen entfaltet vor allem eine physikalische Wirkung. Also man muss eben nicht erwarten, dass jetzt zum Beispiel Prontosan da einen großen antiseptischen Effekt hat. Das ist vor allem das Wegspülen, was den Effekt bewirkt. Und nur bei infizierten oder sehr stark infektionsgefährdeten Wunden ist es sinnvoll, tatsächlich Antiseptika einzusetzen, die dann nicht nur eine physikalische Wirkung haben, sondern eine pharmakologische Wirkung, also die quasi ein Medikament sind, ein lokales. Dazu gehört zum Beispiel Octenisept. Octenisept hat eine pharmakologische Wirkung. Das hat eine höhere Konzentration an Antiseptika als jetzt das Prontosan oder Lavanit.
Ganz generell zum Thema mechanische Wundreinigung. Wunden in der Granulations- oder Epithelisierungsphase sollten möglichst wenig gereinigt werden. Also wenn, das ist da nicht gefragt, quasi, dass die jedes Mal beim Verbandswechsel gründlich geschrubbt werden, sondern möglichst wenig mechanische Alteration an der Wunde, damit die in Ruhe heilen kann. Gerade diese Wunden sind empfindlich und brauchen das auch nicht, dass sie gründlich gereinigt werden. Gut. Octenidin ist eine Substanz, die sowohl in konservierten Wundspiellösungen, in Elektrolytlösungen, als auch in Antiseptika, so wie in Octenisept, vorkommt. Wir haben meines Wissens nach nur in Anführungsstrichen Octenisept, also nur das Antiseptikum. Und das darin enthaltene Octenidin hat eine kurze Einwirkzeit, 1 bis 2 Minuten, aber eine Minute ist trotzdem quasi das, was an Kontakt da sein muss, damit es irgendwas wirkt. Also wenn man eine Kompresse tränkt mit Octenisept und wischt damit einmal über die Wunde, hat man eine Kontaktzeit von wenigen Sekunden, hätte man auch Nazel nehmen können. Octenidin hat keinen Eiweißfehler, anders als alle jodhaltigen Lösungen, die durch Eiweiß in der Wunde ist immer Eiweiß, inaktiviert werden und wird nicht resorbiert. Was auch gut ist, weil es tendenziell zelltoxisch ist. Man kann sich überlegen, wie sinnvoll in diesem Zusammenhang zum Beispiel Octenisept-Umschläge sind, um irgendwelche geröteten Bereiche. Ja. Also bei offenen Wunden ist was anderes, aber bei geschlossenen, was weiß ich was, wenn jemand einen Gichtanfall hat oder sowas ähnliches, was man da mit einem Octenisept-Umschlag erreicht, kann man sich überlegen, wenn das nicht resorbiert wird. Aber das nur am Rande. Es ist tatsächlich so, dass Octenisept nur 14 Tage verwendet werden darf, nicht länger. Das ist nicht dafür gedacht, dass man die Haltbarkeit ist 3 Jahre, dass man das 3 Jahre auf einer Wunde verwendet, sondern wirklich nur 14 Tage, weil es nicht wundheilungsförderlich ist. Was man auf keinen Fall machen darf mit Octenisept, ist offene Wunden spülen mit Druck. Also Bauchwunden und ganz besonders Wunden an den Extremitäten dürfen auf keinen Fall unter Druck mit Octenisept gespült werden. Das ist ganz wichtig, dass man sich das merkt und dass man das auch offensiv vertritt, falls irgendjemand auf die Idee kommt, eine Wunde mit Schwung mit Octenisept zu spülen. Bitte nicht. Das kann zelltoxisch sein und es kann zu Nekrosen kommen. Es gibt einzelne Fälle, wo Extremitäten amputiert werden mussten, nachdem irgendwelche Wunden an Extremitäten mit Octenisept gespült wurden. Es gibt einen roten Handbrief, das heißt, das ist ein echter Kunstfehler. Man darf nicht unter Druck Wunden mit Octenisept spülen. Wenn überhaupt, also eigentlich hauptsächlich auswischen. Wenn man spült, dann muss man das so machen, dass das Octenisept über die Wunde rüberläuft und direkt abläuft und auch möglichst nicht in der Wunde verbleibt. Octenisept darf nicht auf Knorpel verwendet werden und darf nicht mit jodhaltigen Lösungen, zum Beispiel Beta-Isodonna, kombiniert werden, weil das sehr hartnäckige lila Verfärbungen gibt. Also die Indikation für Octenisept insgesamt gesehen ist die zeitlich begrenzte Anwendung auf akut infizierten Wunden und nicht die standardmäßige Wundreinigung. Ich denke, das ist den meisten auch klar, aber ich will es einfach nochmal deutlich sagen. Ein bisschen anders ist es mit Polyhexanid. Das haben wir ja, wie gesagt, nur als Prontosan, also nur als konservierte Wundlösung. Aber da ist die Gewebeverträglichkeit sehr gut. Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass man damit irgendwelche Schäden anrichtet. Und man darf es entsprechend auch lange verwenden. Wird auch nicht resorbiert und hat aber eine Einwirkzeit von 15 Minuten. Nun ist das hier sowieso kein Antiseptikum im engeren Sinne. Aber wenn man es als solches verwenden würde, müsste man 10, also 15 Minuten ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, da erreicht man vielleicht auch früher noch ein bisschen was, aber man muss ungefähr eine Einwirkzeit von 10 bis 15 Minuten rechnen. Auch da ist es so, einmal abwischen nützt in dem Sinne nichts. Wenn, dann müsste man das schon irgendwie getränkte Kompressen zum Beispiel auflegen und das da 10, 15 Minuten drauf lassen, was dann vielleicht die Bakterienlast in der Wunde reduzieren würde. Das kann schon sein. Allerdings kühlt man die Wunde dabei auch ziemlich aus. Ja, wenn man eine Wunde 15 Minuten mit nassen Kompressen liegen lässt, dann hat man schon die gesamte Wundoberfläche ziemlich gut gekühlt. Und wenn das eine Wunde zum Beispiel an den Füßen ist, bei einem Patienten, der noch eine PAVK hat, dann dauert das Stunden, bis die wieder auf Betriebstemperatur ist sozusagen, auf eine Temperatur, wo irgendein Heilungsprozess stattfinden kann. Es gibt Polyhexanid auch in höheren Konzentrationen als das Prontosan. Tatsächlich als Antiseptikum haben wir, aber soweit ich weiß, nicht da. Also ich wüsste nicht, dass wir Serasept im Haus hätten oder irgend sowas in der Richtung. Anwendungsbereich
vom Polyhexanid sind gerade chronische schlecht heilende Wunden. Also nicht die akut Infizierten, sondern chronische schlecht heilende Wunden zur Reinigung. Und da merkt man schon auch manchmal diesen Zusatz an Detergens, dass manche Sachen sich da ganz gut ablösen. Gut. Jetzt haben wir die Wunde gereinigt, hoffentlich. Jetzt suchen wir also eine passende Wundauflage für unsere Wunde. Was wollen wir von dieser Wundauflage? Ich hatte schon gesagt, wir wollen ein feuchtes Wundklima aufrechterhalten. Nicht nass, nicht trocken, sondern feucht. Wir wollen, dass die Umgebungshaut geschützt wird. Also gerade bei stark sezernierenden Wunden wollen wir verhindern, dass die gesamte Umgebung mazeriert oder die ganze Wunde quasi so aufweicht komplett. Wir wollen eine thermische Isolation. Wir wollen natürlich einen Schutz vor Sekundärinfektionen. Unter Umständen möchten wir, dass Flüssigkeit auch verdampfen kann bei sehr stark nässenden Wunden, also eine semipermeable Membran. Wir möchten natürlich, dass der Patient sich damit auch wohlfühlt mit der Wundabdeckung, dass das nicht irgendwie unangenehm ist. Es sollte möglichst keine Allergien auslösen. Es sollte ein Verbandswechsel so möglich sein, dass man weder dem Patienten Schmerzen bereitet, noch die Wunde verschlechtert. Und am liebsten hätten wir auch noch, dass es nur alle paar Tage nötig ist. Das ist nicht nur deswegen sinnvoll, weil es weniger Kosten und weniger Aufwand verursacht, sondern eben auch, weil die Wunde Zeit zum Heilen braucht. Und je länger das Verbandswechselintervall möglich ist, desto mehr kann die Wunde selbst heilen. Weil heilen muss die selber. Wir können sie nicht heilen. Wir können sie nur unterstützen beim Heilen. Ich fange zunächst mal an mit konventionellen Wundverbänden, die natürlich ihre Berechtigung haben, so wie Curapor zum Beispiel, normale Pflaster, die auf trockenen OP-Wunden richtig sind oder auch auf kleinen Schürfungen, die verkrustet sind oder so. Wohlkompressen werden bei uns häufig verwendet auf verschiedenen Arten von Wunden. Die saugen Wasser auf oder Feuchtigkeit auf und sind dann nass. Und die bleiben auch im Prinzip nass. Das heißt, die schließen die Flüssigkeit nirgends ein. Die kühlen die Wunden sehr stark. Im Einzelfall kann das vielleicht sogar gewünscht sein, wenn jemand zum Beispiel eine Verbrennung hat. Aber ansonsten kühlt diese feuchte Wundauflage die Wunde ständig. Und das wollen wir eigentlich bei chronischen Wunden nicht. Wohlkompressen verkleben auch sehr gut. Das ist auch ein weiterer Nachteil. In der Regel haben die auf chronischen Wunden nichts zu suchen. Ein bisschen anders ist es mit Saugkompressen, also Flivazell oder Cetovit, die wir hier im Haus haben. Die sind eher wie eine Windel. Die haben ein hydrophobes Vlies auf der Oberfläche und ziehen Flüssigkeit in den Kern herein. Das heißt, die kleben sehr viel weniger, weil sie diese hydrophobe Oberfläche nicht mit der Wunde verklebt. Und die sind auch nicht so nass, weil sie die unmittelbare Oberfläche relativ trocken ist. Es macht deswegen aus meiner Sicht keinen Sinn, auf eine Wunde erst Mullkompressen und dann obendrauf Saugkompressen zu machen. Ja, die Saugkompressen sind steril, die sind als Wundauflage primär wunderbar geeignet. Da müssen keine Mullkompressen dazwischen. Wenn man das so macht, hat man immer das Problem, dass die Mullkompressen zunächst nass sind und dann die Flüssigkeit in die Saugkompresse gezogen wird und die Mullkompresse eine hohe Tendenz hat, mit der Wunde zu verkleben. Also wenn man eine Saugkompresse drauf macht, nur die Saugkompresse, beziehungsweise über eventuell ein anderes Verbandsmaterial wie ein Alginat oder so, aber keine Mullkompressen dazwischen, das macht überhaupt keinen Sinn. Jodoformgase ist auch noch, gehört auch noch sozusagen zu eher Standardverbandsmaterialien. Das haben wir auch im Haus. Ich habe eine kleine Schachtel mitgebracht, aber das kennt ihr wahrscheinlich alle. Das ist günstig, wenn man aus Abszesshöhlen oder auch aus Flüssigkeitsverhalten unter OP-Wunden was ableiten will. Also wenn wir zum Beispiel eine Hüftgelenksfraktur haben, da kommt es öfter mal vor, dass sich so relativ viel Flüssigkeit im Gewebe drunter ansammelt und dann irgendwann zum Beispiel aus einer kleinen Stelle noch Flüssigkeit rausläuft und dass man dann einfach so ein kleines Stück von so einer Jodoformgase einlegt, wie so eine Lasche oder so ein Docht quasi in diese Flüssigkeit, damit sich die kleine Wunde nicht verschließt, damit die Flüssigkeit nach außen ablaufen kann. Das ist sozusagen ein Sinn von Jodoformgase. Das Jod, was da drin ist, ist unnötig, weil Jod wird sehr schnell deaktiviert durch Eiweiß und solche Flüssigkeiten sind sehr eiweißhaltig. Also das ist, man muss sich nicht vorstellen, dass das jetzt Wunder, was für eine antiseptische Potenz hat mit dem Jod da drin. Das hat es nicht. Es ist einfach nur mechanisch, um so ein kleines Loch offen zu halten, dass Flüssigkeit abfließen kann. Das ist, aber kommt aber immer mal wieder vor, dass man das gut gebrauchen kann. Gut, die nächste Stufe sozusagen sind imprägnierte Wundgasen bzw. Wunddistanzgitter. Da gibt es die eher einfachen, die einfach aus so einem Viskosenetz bestehen, ähnlich wie eine normale Mullkompresse, nur ein bisschen anders von der Struktur her, und die hydrophob imprägniert sind. Also typischerweise mit Vaseline oder Paraffin.
Das kriegen wir zum Beispiel ab und zu von anderen Kliniken, Leute, die YellowNet auf der Wunde drauf haben. Die sollte man täglich wechseln, weil sie durch diesen Fettfilm, den sie da bilden, leicht auch der Abfluss nach außen behindert wird und sich dann Flüssigkeit drunter sammelt und eine feuchte Kammer entsteht. Besser ist es bei Kunstfasernetzen, die imprägniert sind, zum Beispiel mit Silikon wie Mepithel, das kennen wahrscheinlich die meisten, oder mit Hydrokolloidpartikeln und Vaseline wie Ogotyl. Das kann man beim Ogotyl auch sehen, dass da durchaus noch Fett dabei ist. Trotzdem ist das von der Qualität her und übrigens auch vom Preis her völlig anders als YellowNet zu werten. Also das ist wirklich ein anderes Verbandsmaterial. Das kann man relativ lange auf einer Wunde drauflassen. Man muss den Sekundärverband wechseln unter Umständen, je nach Sekretion. Aber das Netz selber kann man drauflassen auf der Wunde. Es gibt jetzt von Coloplast auch ein Silikonnetz, was sogar klebend ist. Das kann der Herr Daum nachher nochmal zeigen. Das sieht auch für meinen ersten Eindruck sehr praktisch aus. Kann ich mir vorstellen, dass man das gut verwenden kann. Man verwendet diese Verbandsmaterialien auf oberflächlichen, mäßig oder stark exudierenden, akuten und chronischen Wunden. Also das ist auch durchaus was für akute Wunden. Wichtig ist, dass man es nicht doppelt legt, weil wenn man so ein Netz mehrfach übereinander legt, dann ist es irgendwann komplett dicht und ist quasi einfach wie eine Folie bzw. eine fettgetränkte Folie und da geht keine Flüssigkeit mehr durch. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Flüssigkeit nach außen abfließt. Okay. Hydrokolloide haben wir hier als Komphil. Ich irgendwo was mitgebracht. Naja, weiß ich nicht. Ich denke, wissen alle, wie Komphil aussieht. Gibt ganz viele verschiedene Formen davon. Das Komphil hat außen eine Folie drauf. Das heißt, es ist zunächst mal luftdicht, weitgehend luftdicht und auch flüssigkeitsdicht. Das schließt ab. Das führt dazu, dass die Granulation gefördert wird, weil unter dem Verband quasi eine Hypoxie entsteht. Das ist einerseits positiv, dass die Granulation gefördert wird, aber andererseits auch ein Risiko, weil es kann zu einer Hypergranulation kommen. Es kann dazu kommen, dass das Granulationsgewebe geradezu wuchert. Das nennt man Caroluxuriant, wucherndes Fleisch. Sieht man ab und zu mal hier bei uns. Nicht so häufig, weil das bei den meisten alten Menschen so nicht vorkommt, aber es kommt durchaus ab und zu mal vor. Das heißt, man muss darauf achten, dass man nicht zu viel Granulation damit provoziert. Und was noch wichtiger ist, durch den Luftabschluss können da anaerobe Bakterien drunter gedeihen. Und das ist wirklich gefährlich, insbesondere in Konstellationen, wo das Infektionsrisiko sowieso hoch ist. Deshalb auf keinen Fall auf infizierten Wunden verwenden und eigentlich auch gar nicht bei diabetischem Fußsyndrom. Wir hatten das vorhin gesehen, da sind diese Löcher, die relativ schmerzarm sind. Die Durchblutung ist oft schlecht. Man sieht Entzündungen nicht so leicht und geht oft schon bis in die Tiefe. Und wenn man da so ein eine luftdichte Folie draufklebt, dann hat man ein hohes Risiko von also schweren Anaerobia-Infektionen. Also nicht bei diabetischem Fußsyndrom, auch nicht auf Tumorwunden. Die Hydrokolloide saugen Flüssigkeit bis zu einem gewissen Grad auf und bilden dann so ein Gel, wo sich so eine Art Blase bildet über der Wunde. Das haben wir sicherlich alle schon gesehen. Und es zieht sich aber nicht durch den ganzen Verband durch, sondern es bleibt so ein Kleberand übrig. Und diese Blase darf da sein. Es darf natürlich nicht schwimmen drunter, aber die Blase ist durchaus dafür da, um die Wunde feucht zu halten. Verbandswechselintervall bis zu 7 Tage, dann vor allem auf granulierenden oder schon epithelisierenden Wunden, die nicht so häufig einen Verbandswechsel brauchen. Aufpassen muss man auch bei Wunden bei PAVK. Wenn man da ein Hydrokolloid drauf macht, auf zum Beispiel eine trockene Nekrose, dann weicht man diese Nekrose auf und wenn die Durchblutung nicht wiederhergestellt ist, was sie meistens nicht ist, wenn die Patienten zu uns kommen, dann kann sich diese Wunde viel leichter entzünden, als wenn sie trocken ist. Das heißt, bei PAVK gilt das, was wir vorgesagt haben, feuchtes Wundklima nicht. Weil wenn da trockene Nekrosen, trockene Belege drunter sind, dann entzündet sich das in der Regel nicht und der Patient ist sozusagen auf der sicheren Seite. Wenn wir anfangen, das aufzuweichen, riskieren wir, dass es sich entzündet und möglicherweise, wenn man Pech hat, mit der Amputation endet. Also keine Nekrosen aufweichen oder Beläge aufweichen bei PAVK, schon gar nicht mit dem Hydrokolloid. Aufpassen muss man auch bei Kortisonhaut oder bei Altershaut, weil das Komphil sehr gut, sehr stabil klebt. Wenn man es entfernt und man zieht es so richtig schön zack nach oben ab und die Haut ist empfindlich, dann reißt man manchmal mehr oder weniger die ganze Haut mit runter. Deshalb sollte man das Hydrokolloid tangential ziehen, also vorsichtig an der Ecke nehmen und in der gleichen Richtung, in der es klebt, sozusagen, in der es liegt, langsam von der Unterlage ablösen. Also nicht nach oben wegziehen, sondern tangential Stück für Stück lösen. Und dann ist der Schaden
sehr viel besser beherrschbar. Hydrokolloide haben ein relativ hohes Allergierisiko, habe ich auch schon öfter gesehen. Da muss man auch immer ein bisschen einen Gedanken dran haben, wenn zum Beispiel jemand mit sehr chronischen Wunden, gerade Ulcera cruris, die sich ja oft über Jahre hinziehen, wenn sich da eine Wunde verschlechtert unter Verbandsmaterial, muss man immer daran denken, dass das auch mal eine Reaktion auf das Verbandsmaterial sein kann. Dass das Verbandsmaterial per se gar nicht falsch ist für die Wunde, aber dass der Patient, der schon seit Jahrzehnten mit allem Möglichen beackert wird, dann irgendwann eben doch allergisch darauf reagiert. Okay. Schaumverbände haben wir hier im Haus hauptsächlich als Biotain, also Polyurethan-Hydropolymerschaum. Es gibt aber auch Polyurethan-Weichschaum, das sehen wir ab und zu. Bei Alevin zum Beispiel haben wir gelegentlich mal da und sehen wir häufiger mal an Patienten, die von anderen Kliniken kommen, die diesen Alevin-Schaum haben. Der zieht Flüssigkeit hauptsächlich durch Kapillarkraft hoch, also es wird einfach wie in so einer kleinen Glaskapillare Flüssigkeit reingezogen. Wenn man das unter Kompression verwendet, gibt es die Flüssigkeit auch relativ leicht wieder ab. Das heißt, es kann auch durchaus sein, dass dann Flüssigkeit austritt und zum Beispiel die Wundumgebung mazeriert. Bei Biotain-Hydropolymeren wird überwiegend vertikal Flüssigkeit aufgesaugt. Also die sorgen überwiegend die Flüssigkeit an der Stelle, wo es auch feucht ist und außenrum nicht. Und speichern die Flüssigkeit, das ist da ein Bild, was vom Hersteller ist, in solchen wie so kleinen Kammern. Also es gibt die Flüssigkeit nicht so leicht wieder ab. Wir werden das nachher sehen an dem Biotain, was wir da gemacht, da befeuchtet haben, dass sich der Schaum in eine Wunde reinwölben kann. Also bei Wunden, die bis 2-2,5 Zentimeter tief sind, braucht man, wenn man Biotain verwendet, nicht unbedingt einen Wundfüller, weil sich der PU-Schaum selber in die Wunde reinzieht und die Wundoberfläche bedeckt, obwohl er sozusagen beim Aufliegen noch ein Stückchen über dem Wundgrund ist. Das kann man aber nachher sogar an dieser simplen Untertasse sehen, dass es funktioniert, dass sich da was reinzieht. Wir haben verschiedene Formen davon da. Wir haben das normale, nicht klebende Biotain ohne Folie obendrauf, wo ganz gut was verdunsten kann, also wo Flüssigkeit verdunsten kann. Wir haben mehrere Formen von, ich glaube, ich habe da noch Bilder drauf. Ja. Mehrere Formen von Biotain mit so einer Folie oben drüber. Zum Beispiel das Biotain Heel, das ist das da. Das kann man so um eine Ferse rumfalten und dann von der Seite diese Flügel einklappen. Dann hat man diesen Biotain-Schaum direkt zum Beispiel um einen Fersendekubitus rum und hat das aber ganz gut verklebt am restlichen Fuß oder das Sakrale. Diese Fersenkappen sehen wir auch öfters mal, kommen häufiger mal Patienten von anderen Kliniken damit. Meistens ohne, dass überhaupt eine Wunde vorliegt an der Ferse. Ich weiß nicht genau, was der Sinn und Zweck ist. Ich denke, die Vorstellung ist einfach, dass das irgendwie polstert. Das tut es natürlich auch, aber nicht ausreichend. Ja, das ist ein bisschen gefährlich, es ist sehr gefährlich, wenn man sich darauf verlässt, dass man da ja nun ein Polster dran an der Ferse und sich nicht mehr drum kümmern muss. Aber ich denke, das ist euch allen klar, dass es eigentlich Quatsch ist, ja, die Leute mit so einer Fersenkappe zu versehen und dann auf der Ferse liegen zu lassen. So viel macht das jetzt nicht aus. Aber es gibt diese im Prinzip auch für Fersen. Gut, die Schaumverbände werden überwiegend auf mäßig oder stark exudierenden Wunden verwendet, können auch unter Kompression verwendet werden. Und gerade die Silikonvarianten, davon haben wir auch welche da, können besonders gut bei schwieriger Haut verwendet werden. Wir haben davon zwei verschiedene Sorten, nämlich das Biotain Silikon Light, das ist das hier. Ich gebe es gleich mal durch. Und das Biotain Silikon ohne Light. Das Schwierige ist ein bisschen schwierig, weil es wäre einem lieber, es hätte auch noch eine zusätzliche Bezeichnung. Ist nämlich ein großer Unterschied. Die unterscheiden sich nicht nur in der Größe, sondern die unterscheiden sich darin, dass das hier ein ganz dünner Schaum ist, der eher auf einer relativ trockenen Wunde zu verwenden ist, während das hier ein dickeres Polster hat und da ist eine Superabsorberschicht drin. Das heißt, das saugt stark. Das ist geeignet für eine stark sezernierende Wunde, aber nicht geeignet für eine Wunde, die relativ trocken ist, weil das dann selber trocken macht. Ich gebe es mal einmal durch, dass man sich einmal den Unterschied anguckt. Die kleben schlechter, wenn man so will. Das ist ein Vorteil und ein Nachteil. Man kriegt sie nämlich leichter ab von der Haut, aber es ist natürlich so, dass wenn man die gerade zum Beispiel im Sakralbereich verwendet, dass es auch manchmal schwierig ist, dass sie einfach nicht gut genug kleben. Wir haben aber große, und zwar mit der Superabsorberschicht, Biotain-Sakral auch im Haus. Also wenn man mal jemanden hat mit einem großen Sakraldekubitus, kann man das auch mal probieren, das mit so einem Biotain-Silikon-Sakral zu versorgen. Okay.
Alginate haben, oder Alginat haben wir hier als Bietainalginat, hieß früher Cisorb, hält sich manchmal noch sehr hartnäckig die Bezeichnung, wird tatsächlich aus Braunalgen hergestellt oder gewonnen, das Material, und ist gelbildend. Das ist gelbildend dadurch, dass es Flüssigkeit aufnimmt und Ionen austauscht. Der Verband gibt Calciumionen ab und nimmt Natriumionen auf. Das nutzt man oder macht man sich zunutze, wenn man Alginate verwendet auf leicht blutenden Wunden. Ich habe es selber schon ab und zu auf Tumorwunden verwendet, die so extrem leicht kontaktblutend waren. Natürlich kann man da keine Statistik aufmachen hier im Haus, aber ich habe schon das Gefühl, dass es durchaus hilfreich ist, das auf blutenden Wunden zu verwenden, dass es vielleicht wirklich die Blutungsneigung ein bisschen reduziert. Wenn ein Alginat verklebt, kann man das sehr leicht ablösen mit Natrium, muss man einfach richtig nass machen mit Kochsalzlösung, und dann lässt sich das meistens auch gut entfernen, wenn es mal verkleben würde. Natürlich muss man immer einen Sekundärverband drauf machen. Das ist nicht trivial. Wir haben hier auch schon Patienten gehabt, die kamen mit einem Alginat und so einem Pflasterstreifen drüber auf einer Wunde. Das Alginat gehört in die Wunde, nicht über die Wunde. Das saugt sich komplett voll und wird überall nass. Das heißt, es darf nicht wundrandüberlappend aufgelegt werden, sondern es muss entweder so zugeschnitten oder so gefaltet werden, dass es komplett in der Wunde ist, weil es sich völlig vollsaugt. Zu verwenden, der Sekundärverband, den kann man danach ausrichten, wie stark die Wunde nässt. Also wenn man jetzt eine wenig nässende Wunde hat, kann man zum Beispiel oder eine belegte Wunde, wo man die Belege lösen will, kann man zum Beispiel eine Alginat auch anfeuchten und dann zum Beispiel ein Hydrokolloid drüber machen oder eine Folie, irgendwas, was nicht stark saugt, um einfach die Feuchtigkeit in der Wunde zu halten und mal anzulösen. Das kann man durchaus machen. Bei mäßig exudierenden Wunden zum Beispiel ein Schaum, aber wenn jetzt wirklich was stark sezerniert oder infiziert ist, dann kann man zum Beispiel auch Saugkompressen drüber machen und die dann täglich wechseln und das Alginat zum Beispiel noch 2 oder 3 Tage in der Wunde lassen. Das Alginat bindet auch Bakterien, das heißt, man entfernt dabei durchaus auch Bakterien aus der Wunde, ähnlich wie mit dem Cutimed-Sorbact, zu dem wir später noch kommen. Also da wird durchaus auch Bakterien und Material gebunden, was man dann beim Verbandswechsel aus der Wunde entfernt. Verbandswechselintervall 1 bis 4 Tage, je nachdem, wie stark das halt nässt. 7 Tage ist sicherlich sehr optimistisch. Kann ich mir noch schwer vorstellen, ein Setting, wo man das wirklich 7 Tage drin lassen wird. Aber ansonsten, Kontraindikation wird zwar aufgeführt, trockene Belege und trockene Nekrosen, aber wenn man das Alginat anfeuchtet, kann man das natürlich auch auf trockene Belege gerade deswegen verwenden. Hydrofiberverbände oder Fieberverbände sind auch Gelbildner. Das ist zum Beispiel dieses Aquacell oder Suprasorg-Liebkatzfell oder jetzt Coloplast hat dieses Präparat auch relativ neu rausgebracht, was wir da jetzt vorne auch haben, also was auch ein Hydrofiberverband ist, sind auch gelbildend, verhalten sich aber in manchen Punkten deutlich anders als Alginate. Die ziehen Flüssigkeit praktisch nur senkrecht. Das heißt, sie können wundrandüberlappend aufgelegt werden. Man kann also zum Beispiel bei so einem Malum-Perforans, wie man es da vorhin gesehen hat, wo wirklich ein Loch ist, könnte man so eine Kompresse wundrandüberlappend auflegen. Es würde im Prinzip die Wundumgebung schützen vor Mazeration und die Flüssigkeit nur an der Stelle, wo die Wunde ist, durch den Verband durchsaugen. Und dann kann man zum Beispiel noch eine Saugkompresse oben drauf machen, die die Flüssigkeit wieder abnimmt von diesem Hydrofaserverband. Die sind recht angenehm auf Wunden. Man kann es nachher auch mal probieren. Diese oberflächliche Fläche ist einfach angenehm und wird auch häufig als schmerzlindernd empfunden. Man kann sie unter Kompression verwenden und die können auch ab und zu mal ankleben. Das kann passieren, aber auch da kann man das sehr gut ablösen, wenn man es mit Nazel oder auch Prontosan anfeuchtet. Dann werden die weich und lassen sich problemlos von der Wunde ablösen. Verbandswechselintervall je nach Sekretion bis zu 7 Tage. Und es heißt, sie hätten eine geringere Reinigungswirkung als Alginate. Weiß ich nicht, mag sein. Wenn wir jetzt Belege anlösen wollen oder auch wenn man tiefere Wunden füllen will, wenn man also was braucht, wo man eine Wunde, gerade wenn diese sehr unregelmäßig begrenzte Wunde ist, ausfüllen möchte, kann man dazu zum Beispiel Hydrogele verwenden. Ich habe es heute Morgen irgendwo aus der Schublade geholt, im Moment Purilongel im Haus und wir haben noch ein weiteres Gel im Moment da. Die unterscheiden sich nicht wesentlich. Also Herr Daum hat vorhin schon gesagt, manche sind ein bisschen flüssiger und andere ein bisschen fester, aber im Wesentlichen ist das alles das Gleiche und ist analog zu verwenden. Natürlich muss man aufpassen, dass das Gel nicht über den Wundrand hinausgedrückt wird zum Beispiel und die gesamte Umgebung mazeriert. Aber ansonsten ist das Gel ja gerade dazu da,
Beläge anzufeuchten. Indikationen sind also vor allem trockene Wunden und belegte Wunden, auch freiliegende Sehnen, Knochen oder Muskeln, die nicht trocken werden dürfen. Also deswegen darf man da zum Beispiel auch keinen PU-Schaum machen. Insbesondere Sehnen dürfen auf keinen Fall trocken werden, weil sie sonst hinüber sind. Die erholen sich nicht mehr davon. Die Kontraindikation ist auch bei den Hydrogelen, Nekrosen oder Beläge bei unbehandelter PAVK. Also bitte bei einer PAVK nichts aufweichen, was trocken ist. Es sei denn, man ist sich sicher, dass die Durchblutung durch Stent oder Bypass oder sowas Ähnliches wiederhergestellt ist, sodass die Wunde auch heilen kann. Ansonsten bitte nicht aufweichen. Die meisten und auch das Borrelon-Gel sind nicht konserviert. Das heißt, die dürfen nur einmal verwendet werden und müssen dann weggeschmissen werden. Das ist traurig, aber es geht nicht anders, weil es einfach sonst nicht, ist nicht zulässig, die über mehrere Tage zum Beispiel zu verwenden. Und das Borrelon zum Beispiel hat noch einen Alginatzusatz, was es ein bisschen stabiler machen soll. Superabsorber sind Verbandsmaterialien, die extrem viel Flüssigkeit aufsaugen. Das Cutimed Sorbion Sachet zum Beispiel haben wir schon gelegentlich da gehabt. Das sind so ganz, ganz flache Verbände, die sehr viel Flüssigkeit aufsaugen und sich dabei enorm aufblasen, wenn ich so sagen darf. Also die sehr viel dicker werden. Da muss man aufpassen, wenn man die verwendet, dass es zum Beispiel keine Druckschäden gibt, weil man die irgendwo reinbindet und nachher nehmen die enorm an Volumen zu und können dadurch Druckschäden verursachen. Aber sie saugen sehr lange auf und haben auch so eine Oberfläche, die eher trocken bleibt, wasserabweisend bleibt. Die können gelegentlich verkleben, also eventuell muss man sie kombiniert verwenden und sind natürlich vor allem für stark exodierende Wunden zu verwenden. Das Tenderwet hatten wir früher auch da. Das kann man gleichzeitig auch zur Nasstherapie verwenden. Also das sind solche Kompressen, die man als Superabsorber nehmen kann. Man kann die aber auch feucht machen und auf eine belegte Wunde drauflegen, um einfach sozusagen Feuchtigkeit an die Wunde abzugeben und Belege abzulösen. Ich hatte vorhin leichtsinnigerweise gesagt bei der ersten Runde, dass wir keine Superabsorber im Haus haben. Herr Daum hat mich dann korrekterweise darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht ganz stimmt, weil wir haben in diesem Biotain-Silikon ist eine Superabsorberschicht drin. Also das ist kein reiner Superabsorber, aber da ist eine Superabsorberschicht drin. Wenn man wirklich versuchen kann und will, lange Verbandswechselintervalle zu machen und gleichzeitig viel aufsaugen muss, kann man das mit dem auf jeden Fall versuchen. Also das ist das, was eigentlich sozusagen am meisten saugen müsste. Aktivkohlekompressen, bin ich neulich gefragt worden, ob wir die im Haus haben. Ja, haben wir im Haus. Also wir haben Aktivkohle in Verbandsmaterialien, funktioniert im Prinzip genauso, wie wenn man das zum Beispiel bei Vergiftungen gibt. Ja, bei Vergiftungen gibt man ja Kohle, weil Kohle ganz, ganz kleine Teile sind mit einer riesigen Oberfläche, die ganz viel an sich binden können. Also gerade Geruchsmoleküle oder eben bei Vergiftungen, womit sich jemand vergiftet hat. Und dadurch kann man sehr viele Geruchsmoleküle und auch Keime aus einer Wunde entfernen. Die Aktivkohlekompressen kleben selber überhaupt nicht. Das sind einfach so kleine Taschen, in denen Kohle drin ist. Das heißt, man muss die möglichst mit einem saugenden Sekundärverband verbinden, damit Flüssigkeit aus der Wunde durch diese Aktivkohlekompresse gesaugt wird und in der Aktivkohlekompresse Geruchsmoleküle adsorbiert werden, die man dann entfernen kann. Das ist auf jeden Fall ein Versuch wert, wenn zum Beispiel Tumorwunden stark riechend sind, zu versuchen, diesen Geruch in den Griff zu kriegen mit Kohlekompressen. Das ist die Hauptindikation und eventuell kann man es auch noch mit lokaler Antibiotikatherapie, mit Metronidazol verbinden. Wie vorhin schon angedeutet, Anaerobia sind vor allem das, was diese Gerüche verursacht. Die verursachen diese auch extrem schwer erträglichen Gerüche. Und Metronidazol ist ein Antibiotikum, was insbesondere auf Anaerobia wirkt. Es gibt normalerweise keinen Grund, Wunden lokal mit Antibiotika zu behandeln. Ja, infizierte Wunden, da haben lokale Antibiotika überhaupt nichts zu suchen. Entweder behandelt man die systemisch oder gar nicht, wenn es nicht nötig ist. Das ist der einzige Grund. Und da ist der Grund auch nicht, dass man die Wunde dann damit bakterienfrei kriegt, sondern nur, dass man das Aufkommen von Anaerobien reduziert und damit die Geruchsbelästigung reduziert. Also Metronidazol hatten wir gelegentlich schon im Haus. Ich weiß nicht, ob wir es im Moment da haben, aber im Prinzip haben wir es da. Hydrophobe Wundaufleben, Cutimed Sorbact, erfreut sich teilweise extrem großer Beliebtheit, nicht nur hier, sondern auch in anderen Kliniken. Diese hydrophoben Wundauflagen, also hydrophob heißt ja quasi wasserabweisend. Durch diesen wasserabweisenden Effekt sollen diese Wundauflagen Bakterien binden. Die binden sich einfach an dieses hydrophobe Material. Und dann kann man sie beim Verbandswechsel aus der Wunde entfernen. So ist
die Theorie vom Hersteller, das mag auch stimmen, aber letztendlich hat es eben hauptsächlich den Effekt, dass man Bakterien aus einer Wunde entfernt. Das heißt, wenn man eine Wunde vor sich hat, die natürlich bakteriell besiedelt ist, weil das alle Wunden sind, aber nicht besonders bakteriell besiedelt und nicht infiziert ist, macht dieses Gutimed eigentlich nicht arg viel Sinn. Was man sich vor allem, denke ich, sehr klar machen muss, ist, dass das kein Wunddistanzgitter ist. Diese hydrophoben Wundauflagen kleben extrem gut. Und weil sie hybrophob sind, also wasserabweisend, kann man sie eben nicht gut mit Wasser ablösen. Man kann im Gegensatz zum Beispiel zu Hydrofiberkompressen oder auch im Alginat, nützt es kaum irgendwas, wenn man die mit Wasser übergießt und einweicht. Die kleben immer noch. Das Foto da unten habe ich hier bei uns aufgenommen. Da kam ein Patient mit so einem Cutimed-Sorbact an auf einer Wunde am Bein und wir haben das wirklich geflutet und versucht, dieses irgendwie abzulösen. Und das Ende vom Lied war, dass quasi wirklich überall da, wo diese Cutimed-Kompresse drauf war, war die Haut runter nachher, trotz allen Einweichens. Es nützt einfach nichts, weil das selbst wasserabweisend ist, die Kompresse. Ich will damit nicht sagen, dass man die nie verwenden soll. Das darf man ruhig machen, aber man muss sich immer überlegen, wann die wirklich sinnvoll ist und wann nicht. Und was ganz sicher auch nicht sinnvoll ist, ist da so ein Stapel auf die Wunde draufzulegen. Das sehen wir auch öfter mal, dass da so ein kleiner Stapel Cutimed-Sorbact in einer Wunde liegt. Das macht auch keinen Sinn, weil da keine Flüssigkeit mehr durchgehen kann. Und der Effekt von dem Zeug ist ja, dass beim Durchtritt von Flüssigkeit Bakterien absorbiert werden sollen. Und wenn da sozusagen durch Übereinanderfalten das einfach ein dichter Deckel ist, dann bleibt die Flüssigkeit mit den Bakterien halt drunter stehen und nichts weiter. Man hätte auch eine Folie drauf machen können stattdessen. Also das macht keinen Sinn. Wir haben diese normalen Kompressen im Haus. Jetzt muss ich doch nochmal gucken, ob ich sie hier irgendwo finde. Die hier. Und auch eine größere Variante davon übrigens, falls es jemand für eine kritisch besiedelte oder infizierte Wunde braucht. Wir haben auch ein bisschen größere Kompressen noch. Die muss man auseinanderfalten und nicht so, wie sie sind, auf die Wunde drauflegen und dann halt einen saugenden Sekundärverband drüber, damit die Flüssigkeit da durchgesaugt wird. Wir haben auch dieses, was aussieht wie so eine Tamponade oder im Prinzip auch eine Tamponade ist. Auch da muss man vorsichtig sein. Selbst wenn man das, wie diese Jodoformgase, verwendet, um ein Abflussloch offen zu halten, kann das sein, dass das so mit dem Rand verklebt, dass man Mühe hat, das wieder rauszukriegen, ohne was kaputt zu machen. Auch da bringt es an sich wenig, diese bakterienbindende Wirkung. Der Haupteffekt wäre dann, dass das die Flüssigkeit, die bakteriell vielleicht besiedelt ist, nach außen abfließen kann, statt drinnen stehen zu bleiben. Also da kann man tatsächlich diese Jodoformgase gut dafür nehmen. Wir haben auch die Cutimed-Sorbact-Gel-Kompressen. Das ist im Prinzip das gleiche wie das hier, nur einlagig. Es ist in so einem silbernen Verband verpackt und ist mit Gel, ja, beschichtet ist zu viel gesagt, eingeschmiert, sage ich mal. Ja, da ist gleichzeitig noch Gel dran. Wenn man dann anschließend einen stark saugenden Sekundärverband drauf macht, saugt dieser Sekundärverband auch die Feuchtigkeit aus dem Gel aus und die Kompresse klebt hinterher genauso prima, wie wenn gar kein Gel drauf gewesen wäre. Also ehrlicherweise ist mir leuchtet nicht ganz ein, wozu wir die brauchen. Weil wenn wir tatsächlich meinen, wir wollen da eine Cutimed-Sorbact-Kompresse drauf machen und haben Angst, dass es klebt, können wir auch einfach ein Gel drunter machen und dann die Kompresse drauf. Also denke ich jedenfalls. Das scheint mir kein großer Unterschied zu sein. Was ich tatsächlich manchmal ganz gut finde, ist das Cutimed-Sorbact hydroaktiv. Das ist ein Kombinationsverband, wo eine einlagige Schicht von dem Cutimed drauf ist. Und dazwischen ist so ein Hydropolymer, so eine Hydropolymerschicht, ähnlich wie beim Comfeel, die Flüssigkeit aufnimmt und die sozusagen Feuchtigkeit in der Wunde hält. Und oben drüber ist noch eine Folie. So wie ich die jetzt anfasse, sollte man die nicht anfassen. Welches ist die Seite, die auf die Wunde kommt? Ich wär dankbar, wenn sich alle das mal angucken, weil ich verwende es ab und zu und ich würde mal sagen, in mehr als der Hälfte der Fälle, wenn ich dann beim Verbandswechsel nicht dabei bin, ist es falsch rum drauf. Es ist auch wirklich ein bisschen fies gemacht. Es steht hier zwar drauf, this side up oder oben, also die bedruckte Seite kommt nach oben. Das hier ist die Wundseite. Ihr solltet es nachher alle mal anfassen und fühlen. Man merkt nämlich, hier oben ist eine Folie, da ist einfach dicht. Wenn ich das so auf die Wunde drauf mache, hätte ich genauso gut irgendeine Folie drauf machen können. Ja? Weil das, was auf der anderen Seite ist, ist weg. Ja? Die Folie ist dicht. Das hier ist diese Cutimed-Seite. Die gehört auf die Wunde drauf. Und es klebt nicht. Es sieht so aus, als ob es kleben würde, aber es klebt nicht. Und hier hinten sind hinterlistigerweise solche Folien angebracht, die man abziehen kann. Und deswegen denkt man leicht,
Das zieht man jetzt hier ab und dann klebt man es auf die Wunde drauf. Das ist wirklich ein bisschen hinterlistig gemacht von der Firma, aber es ist nicht so gemeint tatsächlich, sondern was gemeint ist, dass man das so halten kann, damit man es eben nicht so, wie ich das gerade gemacht habe, so hält und damit auf die Wundseite greift, sondern nur hier festhält, dann ohne die Wundseite zu berühren, auf die Wunde legt und diese Dinge abzieht und wegschmeißt. Und dann muss man einen Sekundärverband haben, um das zu befestigen. Ich gebe es mal durch, damit man sie einfach einmal angefasst hat, dann weiß man, welches die Seite ist, die auf die Wunde gehört. Also bei Wunden, die irgendwie sehr stark besiedelt sind und wo noch viel Belege drauf sind, finde ich das manchmal ganz gut, wenn man anders nicht zurechtkommt. Also gerade so Ulcus gruris Wunden, man kann das nicht gut unter Kompression verwenden, das muss man schon sagen, weil dann matscht alles durch. Aber das habe ich also schon öfter mal verwendet und hatte tatsächlich das Gefühl, dass das ganz gut wirkt, weil es eben die Feuchtigkeit da drin hält und dann hat man auch nicht so ein Problem mit dem Ablösen. Bitte? Ja, also das, ich meine, im Prinzip ist das ein bisschen ähnlich wie ein Comfeel, aber es haftet ja nicht, es kann an der Seite rauslaufen. Das wird dann auch dicker, das nimmt also deutlich an Volumen zu, bindet ein bisschen Flüssigkeit und gerade wenn man so belegte Ulcerationen hat, finde ich das zeitlich begrenzt ganz gut. Also ja, im Prinzip reicht eine Mullbinde, weil da ist ja eine Folie drauf. Die Kompresse, also wenn überhaupt, dann würde ich was an den Rand machen, falls Flüssigkeit an der Seite austritt. Aber natürlich, wenn Flüssigkeit an der Seite austritt, muss man sowieso wechseln. Also das ist auch nur in dem Spezialschrank auf der 2, weil es auch sehr teuer ist. Aber manchmal ist es ganz gut. Nur mir ist nur vor allem wichtig, dass man sich klar macht, wie rum das auf die Wunde gehört. Weil es ist nicht so ein bisschen kontraintuitiv, das so zu verwenden, aber es wird sehr gerne falsch rum drauf gemacht. Okay. Ich gehe einmal noch kurz andersrum durch, quasi. Was verwenden wir für welchen Zweck? Für die Reinigungsphase wollen wir hauptsächlich die autolytische, also die körpereigene Wundreinigung unterstützen. Wir wollen da Nekrosen entfernen, Sekretmanagement machen, will heißen, es soll nicht zu nass und nicht zu trocken sein. Und wir wollen den Wundrand und die Wundumgebung schützen. Deshalb ist es sinnvoll, auf stark exsudierenden Wunden stark saugende Materialien zu verwenden. Zum Beispiel Superabsorber, Hydrofiberkompressen, Schaumverbände oder eben normale Saugkompressen. Also wenn man zum Beispiel täglich Verband wechseln muss, weil die Wunde extrem stark sezerniert, macht das natürlich keinen Sinn, da Biotin, Silikon drauf zu machen. Das ist einfach sehr teuer und die Wunde profitiert ja auch nicht davon, wenn wir es sowieso jeden Tag runter machen. Ja, dann können wir genauso gut normale Saugkompressen verwenden, haben die Wunde jeden Tag im Auge und sehen, ob das alles aufweicht und mazeriert oder nicht. Wenn die halt so mittelstark, nicht mehr extrem stark sezernierend ist oder exsudierend ist, dann macht das schon Sinn, das zu verwenden, weil man dann vielleicht 2 Tage Intervalle hat. Das ist, erleichtert uns die Arbeit und führt zu mehr Wundruhe. Ich kann im Moment nicht. Bitte in einer Viertelstunde nochmal anrufen. Danke. Okay, unter Kompression kann man auch nicht alles verwenden. Also Comfeel zum Beispiel ist sicherlich nicht gut unter Kompression. Was man nehmen kann, sind Biotin-Schäume und auch Hydrofiberkompressen. Und Cetovit geht auch. Also das normale Saugkompressen kann man auch gut unter Kompression verwenden. Bei belegten Wunden möchte man gerne die Beläge aufweichen, außer bei PAVK. Also zum Beispiel mit Hydrogelen, mit Nasstherapeutika, oder auch mit Hydrokolloiden, wobei mit den Hydrokolloiden, die lösen das schon gut an, aber das muss man gut im Auge behalten. Also nicht einfach tagelang drauflassen und dann gucken, was passiert ist, sondern zumindest am Anfang häufiger wechseln und schauen, wie stark das aufweicht. Blutende Wunden, wie gesagt, ist vielleicht eine Domäne der Alginate, weil sie ein bisschen blutstillend wirksam sind. Bei tiefen Wunden, die unterminiert oder zerklüftet sind und die tiefer sind als 2 Zentimeter oder irgendwelche Überhänge sozusagen haben, da müssen wir einen Wundfüller reinmachen. Wir müssen die nicht tamponieren oder wir sollen die nicht tamponieren, die Wunden, weil das Druck auf die Wunde ausübt und insofern oder auf den Wundgrund insofern wieder Schäden verursacht, sondern wir wollen sie eigentlich nur füllen bzw. was einlegen. Was wir da haben, sind Alginate und Hydrofiberkompressen. Wie gesagt, bei den Alginaten muss man darauf achten, dass sie wirklich in der Wunde sind und nicht Wundrand überlappend. Und wir haben Hydrogele, die durchaus auch verwendet werden können, um eine tiefere Wunde einfach mit Gel zu füllen und dann einen Sekundärverband drüber zu machen. Was wir nicht haben, was es aber im Prinzip gibt, sind PU-Schäume, die auch als zum Einlagen in tiefe Wunden zu verwenden sind. Haben wir nicht da, könnten wir sicherlich theoretisch mal
besorgen, wenn wir eine entsprechende Wunde hätten, aber wir haben sie im Moment nicht. Und bei Wunden, die bis zu 2, 2,5 Zentimeter tief sind, braucht man das vielleicht auch gar nicht, sondern wenn man ein Biotin drauf macht, zieht sich das in die Wunde rein. Bei stark riechenden Wunden oder Tumorwunden, wie gesagt, hatte ich schon gesagt, Aktivkohleverbände oder vielleicht auch mal Silber. Ich bin auf Silber ansonsten nicht eingegangen, weil ich ehrlicherweise skeptisch bin gegenüber Silberwundauflagen. Die sind extrem unterschiedlich. Manche, die enthalten Silber in ganz unterschiedlichen Formen. Und auch mit ganz unterschiedlichen Absichten. Also manche sollen irgendwie das Silber an die Wunde abgeben. Manche haben das Silber nur im Verband in dem Material drin und sozusagen sollen Bakterien abtöten, die in den Verband reingezogen werden. Da ist es mir tendenziell immer lieber, man wechselt den Verband, als man tötet die Bakterien im Verband ab. Also da sehe ich selten einen Sinn drin. Aber wenn man jetzt eine riechende Tumorwunde hat zum Beispiel und sagt, man möchte diese bakterielle Belastung reduzieren, um den Geruch zu reduzieren, hätte ich keine Hemmung, alles auszuprobieren, was wir haben, um zu versuchen, diesen Geruch zu reduzieren. Aber das Wichtigste, denke ich, sind die Aktivkohlekompressen in dem Fall. Auf Pergamenthaut zum Beispiel nicht haftende Schäume, also Biotin non-adhesive, was wir haben, oder eben diese kleinen Biotin-Silikon-Light. Wenn man keinen Superabsorber braucht, sondern nur sozusagen einen dünnen Schaum, der so klebt, dass man ihn ohne Hautschäden wieder runterkriegen kann, dann wäre das sicherlich eine gute Sache, Biotin-Silikon. Eventuell kann man auch Wunddistanzgitter zusätzlich verwenden. Ganz generell sollte man keine Wundburger basteln, also nicht je mehr Sachen übereinander, desto besser, aber das kann manchmal vorkommen, dass auch Biotin verklebt und dann finde ich das schon in Ordnung, wenn man versucht, ob das mit dem Wunddistanzgitter drunter besser geht. In der Granulationsphase, da sieht man jetzt einen sehr schönen granulierenden Fersendekubitus, sollte man einfach möglichst wenig Wundreinigung machen. Ja, granulierende Wunden kann man so ein bisschen mit Himbeeren vergleichen. Die sehen so ähnlich aus, haben so eine ähnliche Farbe und sind auch ähnlich empfindlich wie Himbeeren. Ja, wenn man eine Himbeere nimmt und die mal ordentlich abschrubbt, dann weiß man, was davon übrig geblieben ist. Und so ähnlich ist es beim Granulationsgewebe auch. Ja, also bitte die Himbeeren nicht schrubben, bitte das Granulationsgewebe nicht gründlich abwischen, sondern vorsichtig abtupfen und spülen und dann einen Verband drauf machen, der möglichst lange halten kann, damit das Gewebe einfach seine Ruhe hat, darunter weiter zu heilen und wir es nicht weiter dabei stören. Das Gleiche gilt im Prinzip für die Epithelisierungsphase, auch wenn dann die Haut vielleicht nicht mehr ganz so empfindlich sind, aber auch da kann man gerne Hydrokolloide verwenden. Die können bis zu einer Woche draufbleiben, wenn da keine starke Sekretion ist. Und darunter kann in einem weiterhin feucht, warmem Klima die Wunde oder der Rest vernünftig heilen. Okay. Ich will noch kurz was sagen zum Thema Wundinfektion. Wunden, die wir hier haben, sind immer bakteriell besiedelt. Also Wunden im OP sollten tatsächlich steril sein, aber Wunden, die wir hier haben, sind immer bakteriell besiedelt. Wenn man da einen Abstrich macht, findet man immer Bakterien. Und dann heißt das, ist die Gefahr groß, dass wenn da so ein schöner Zettel dann aus dem Fax kommt, wo drauf steht, dieses und jenes Bakterium und da kann man dieses und jenes Antibiotikum dazu verwenden, dass die Leute dann denken, ah ja, okay, jetzt fangen wir diese Antibiose an. Das ist nicht hilfreich. Deshalb sollte ein Abstrich nur dann entnommen werden, wenn man wirklich glaubt, dass eine Wundinfektion vorliegt. Also abgesehen von MRSA-Screening natürlich, aber wenn es jetzt um Wundinfektionen geht. Und da sind die Zeichen im Prinzip die gleichen wie bei jeder anderen Infektion. Rötung, Schwellung, Überwärmung und Schmerz. Was man auch manchmal sehen kann, das sieht man auch tatsächlich ab und zu, ist zum Beispiel, dass so ein Granulationsgewebe, was so schön himbeerrot aussah, plötzlich blass wird und die Sekretion zunimmt. Das kann auch als Zeichen für eine Infektion gewertet werden. Geruch natürlich, insbesondere bei Anaerobien und auch eitrige Beläge. Das ist dann noch relativ simpel, aber nicht immer ist das eitrig, wenn eine Wunde infiziert ist. Und wenn man das sieht, okay, diese Wunde ist infiziert, dann sollte man versuchen, einen Wundabstrich abzunehmen. Und zwar nach der Wundreinigung, also nicht das, was sozusagen direkt drauf auf der Oberfläche wächst, das sind Hautkeime, sondern die Wundreinigung vornehmen und dann einen Abstrich nehmen und den gut andrücken, damit man die Bakterien kriegt, die eher in der Tiefe sind. Das Problem auf der Wunde sind nicht die oberflächlichen, sondern die, die in der Lage sind, bis in die Tiefe vorzudringen und im Gewebe eine Infektion zu verursachen. Das sind die, die wir kriegen wollen. Und die kriegen wir halt nicht von der Oberfläche. Zum Thema Verbandswechsel. Laut Expertenstandard Pflege von Menschen mit chronischen Wunden sollte ein Verbandswechsel immer in Schutzkleidung vorgenommen werden. Man muss sich die Hände vorher desinfizieren, einmal Handschuhe verwenden
Und man sollte dann den Verbandswechsel möglichst so vornehmen, dass man die Wunde nicht berührt mit den Händen, auch nicht mit den behandschuhten Händen, sondern möglichst nur mit sterilen Instrumenten. Das heißt, man macht den Verband runter, man wechselt anschließend die Hände, weil jetzt hat man ein stark bakteriell besiedeltes Verbandsmaterial in der Hand gehabt. Man desinfiziert die Hände, nimmt neue Handschuhe, nimmt die Wundreinigung vor und wechselt dann nochmal die Handschuhe, einschließlich Händedesinfektion, um einen neuen sterilen Verband aufzubringen. Das ist eigentlich der Plan. Ja? Nur, dass jeder weiß, wie es eigentlich sein sollte. In einem Krankenhaus ist das vielleicht noch einigermaßen zu machen, in einem Heim sicherlich in der Regel nicht. Aber trotzdem, denke ich, sollte man wissen, dass das Mindeste ist, dass man wirklich versucht, so sauber wie möglich zu arbeiten, auch wenn die Wunde nicht steril ist. Ja? Trotzdem nicht noch was einzuschleppen, was sich außerhalb befindet. Was auch wichtig ist, dass man Patienten, wenn man weiß, der Verbandswechsel ist schmerzhaft, dass man denen rechtzeitig Analgetika gibt. Was heißt rechtzeitig? Mindestens eine halbe Stunde, eher eine Dreiviertelstunde. Also wenn man einem das 5 Minuten vor dem Verbandswechsel einfällt, ist es zu spät. Ja, das hat keinen Sinn, das wirkt nicht schnell genug. Also bitte rechtzeitig dran denken oder den Verbandswechsel verschieben und rechtzeitig Bedarfsmedikation geben. Und dann muss das Ganze natürlich noch dokumentiert werden. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten, die ich noch so kurz als Tipps und Tricks erwähnen will. Bei Sakraldekubitus oder überhaupt Wunden im anusnahen Bereich hat man ja oft große Probleme, das Wundverbandsmaterial dazu zu bringen, dass es auch da kleben bleibt, wo es kleben soll. Da manchmal funktioniert es besser, wenn man Haare entfernt und dann einen Streifen Opside-Folie oder auch Comfil, also Hydrokolloid, drunter macht und dann weil man das richtig anmodellieren kann. Ja, das kann man richtig in die Rima Ani reinmodellieren und dann den eigentlichen Wundverband, den man drauf machen will, draufkleben. Der klebt dann manchmal auf diesem Hydrokolloid oder auf der Opside-Folie besser als auf der normalen Haut. Ein Versuch ist es wert, funktioniert auch nicht immer. Dann, das hatte ich schon gesagt und das ist auch ganz wichtig, wenn man Hydrokolloide von der Haut entfernt, bitte tangential ziehen, nicht nach oben weg. Da wäre ich auch ganz dankbar, wenn ihr das weitergeben könntet, wo immer euch das auch auffällt, weil wirklich manchmal enorme Schäden angerichtet werden, dadurch, dass so ein Comfil einfach zapp nach oben abgerissen wird. Da ist manchmal quasi die ganze Haut mit dran bei empfindlicher Haut. Also bitte langsam tangential ziehen, dann geht das auch gut ab, ohne dass es Schäden gibt und ohne dass es wehtut. An Zehen oder Fingern kann man Biotin Non-Adhesive zum Beispiel einschneiden, so dass man das einmal faltet und da so Ecken rausschneidet und dann das richtig auf die Finger oder Zehen draufstecken kann, um zum Beispiel nach Amputation von einzelnen Zehen die Wunde abzudecken. Dann klappt man das um den Fuß rum und muss es nur noch einmal befestigen, dann hält es eigentlich sehr gut. Man muss nur aufpassen, dass die Stege, die man zwischen den anderen Zehen hat, dass die dünn sind, damit es da keine Druckschäden gibt. Aber ansonsten ist es eine gute Methode. Und auch noch, was ich auch schon gelegentlich gemacht habe, ist Moly Pants zu verwenden, um Verbände zu fixieren. Zum Beispiel am Oberschenkel oder auch, also da, wo ich es bisher gemacht habe, war bei exulzerierenden Mammakarzinomen, wo es wirklich schwierig ist, Verbandsmaterial zu befestigen, dass man in so eine Moly Pant einfach ein Loch einschneidet für den Kopf und das den Leuten über den Kopf zieht und dann hält es auch nicht hundertprozentig, aber recht gut, wenn man das als Befestigung für Wundverbandsmaterialien verwendet. Okay, das waren nur so Kleinigkeiten noch eben her. Vielen Dank.